Können Sie uns etwas zum Gesundheitszustand von Peter sagen? Wie geht es ihm momentan? Ja, momentan befindet er sich in Rangweil auf einer Intensivstation. Es geht ihm gut, aber man wartet immer, dass er noch stabiler wird, dass man ihn auf eine andere Station verlegen kann. Er spricht leider noch nicht. Aber im Grunde genommen, seitdem er hier in Vorarlberg ist, hat er sich sehr, sehr eindeutig verbessert. Er hat zugenommen. Sein Immunsystem, glaube ich, ist auch viel, viel besser. Und jetzt muss man noch weiter schauen, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ja. Vor ein paar Monaten hat man gesagt, es wird nichts. Und jetzt, heute, ist die Situation viel, viel besser. Also jetzt muss man nur hoffen, weil er hat schon gesprochen. Jetzt muss man nur hoffen, dass er wieder die Sprache findet, oder wie kann man das nennen, ja? Michael, wie wurden denn bisher die Spenden, die reingekommen sind, verwendet? Was konnte bisher für Peter getan werden? Also in erster Linie unterstützen wir die Martha, die tagtäglich den Peter zur Seite steht und ihm unterstützt, was geht, mit ihm Therapie auch teilweise mitmacht, was vonnöten ist, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, haben wir für sie im Prinzip eine Wohnung, die wir dort übernehmen und ihre normalen Lebenskosten unterstützen wir sie, weil sie ihren Job in Polen dadurch aufgeben hat müssen, damit sie jeden Tag den Peter betreuen kann, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist, dass er jeden Tag jemand bei sich hat, der mit ihm arbeitet und ihn betreut. Ich möchte mich zusätzlich herzlich bedanken an alle, die den Peter unterstützt haben und die das immer machen. Ich hoffe nur, dass er das auch selber machen könnte in Zukunft. Vielen Dank.